Ja, servus! Grüßt euch und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es um das Thema Produktisierung deiner IT-Dienstleistung, respektive Softwareentwicklerdienstleistung. Also, ganz ein heikles Thema, ganz ein heißes Thema auch. Und warum nehme ich das heute nochmal explizit unter die Lupe? Weil ich auch früher mal in verschiedenen Coachings mich eingekauft hatte, um mich auch weiterzubilden. Und ich bin ja offiziell Wirtschaftsinformatiker. Ja, ich habe ja insgesamt mehrere Studiengänge damals belegt. Das ist jetzt teilweise schon bis zu 30 Jahre her. Und habe mich aber natürlich auch unlängst, also innerhalb der letzten 5 bis 10 Jahre weiterentwickelt, beziehungsweise mir ein paar Coachings reingezogen, ja, Masterminds und dergleichen. Und eins davon war eben auch bei Final Freelancing. Und da war es eben so, dass letztendlich dieses Thema Produktisierung als Softwareentwickler, ja, letztendlich, was steckt dahinter, dass du wegkommst von der Zeit für Geld verkaufen Kette, ja. Und das klang halt so unfassbar, ja, Temptation, ja, so verführerisch, ja, einfach mal wegzukommen von dem, ich verkaufe nicht mehr meine Zeit, sondern ich verkaufe meine Expertise. Und das ist auch prinzipiell absolut richtig. Also das ist letztendlich das, wo du natürlich hin möchtest im Laufe deiner Entwicklung als Persönlichkeit, aber auch beruflich in deiner Kompetenz. Denn letztendlich, sagen wir mal ganz ehrlich, der Tagelöhner, der Stundenlöhner und so weiter, ne, das sind halt eben meistens diejenigen, die nicht so wirklich in den Wohlstand reinkommen, ja. Und letztendlich am Ende des Lebens oder am Ende des Tages, ja, wollen wir eigentlich alle nur ein besseres Leben. Ja. Ein kleiner freudscher Versprecher. Und das ist letztendlich das, was wir alle wollen. Also es gibt einige vereinzelt, einige, ja, so leicht Psychopathen, die machen irgendwie, so wie Elon Musk oder sowas, ja, die wollen halt dann einfach irgendwie, keine Ahnung, zum Mars fliegen oder Geld verdienen des Geldes wegen oder was weiß ich. Aber am Ende wollen wir eigentlich alle nur ein besseres Leben. Und als Grundvoraussetzung dafür, ein besseres Leben haben zu können, ist letztendlich, sich schon ein Stück weit von Zeit für Geld zu lösen. Warum? Weil Zeit die de facto die einzigst wahre limitierende Ressource ist, die wir alle haben. Ja? Denn Zeit, so wie wir sie messen, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, ja, die ist nämlich für uns alle gleich. Und sehr limitiert. Man merkt es insbesondere, wenn man fortgeschrittenen Alters ist, ja, dann wird man halt auch nicht unbedingt jünger und dann merkt man, naja, Zeit ist ein limitierender Faktor. Ja. Okay. Nichtsdestotrotz möchte ich hier mal kurz ein paar Erfahrungen auch aus den Bereichen dieser Versuche, eine Softwaredienstleistung, Entwicklung letztendlich zu produktisieren, hier zum Besten geben. Und hier ein paar spezielle Cases auch von Leuten, die ich in verschiedenen Communities kennenlernen durfte. Auch einige davon sind dann meine Kunden geworden. Wir durften also hier auch eine Zeit lang sehr erfolgreich zusammenarbeiten. Heute nehme ich mal Blau und Grün, ja, also die typischen Ratiofarben für das Thema IT. Ja. Und heute geht es letztendlich um Softwareentwicklung. Als Produkt. Ja. Ich hoffe, man kann es lesen. Der Stift funktioniert mich einigermaßen. So, ich nehme jetzt nicht mehr blau, sondern lila. Komischerweise ist immer der blaue Stift der erste, der nicht mehr funktioniert, weil man ihn wahrscheinlich so oft verwendet. Also Produktentwicklung als Softwareentwicklung als Produkt. Und hier ganz ist es natürlich, letztendlich ist es, was es im Grunde ist, ist so eine kleine Vorstufe zu einem SaaS-Produkt. Ne? Also du entwickelst was, dann wird es zum Produkt, dann wenn es marktreif ist und so weiter, und dann kannst du es quasi wie so eine Konserve, ja, wie so eine Konservendose, wie so ein Fließband beliebig oft verkaufen und hochskalieren. Das ist ja letztendlich per Definition das, was SaaS-Produkte ist, ja, letztendlich. Und deswegen gibt es ja auch diejenigen, die das erfolgreich machen, werden dann unfassbar reich. Ja. Das können natürlich nicht alle werden, also die allermeisten bleiben dann irgendwo in der Mitte, ja, also werden also nicht unbedingt marktdominant. Kleiner Nachteil bei diesem ganzen SaaS und Softwareentwicklung als Produkt ist halt letztendlich, am Ende ist es häufig so, dass das Prinzip the winner takes it all, ja, also man sieht es halt bei Microsoft und SAP und so weiter,
es gibt da einige wenige dominante Firmen, ja, und das konsolidiert sich dann, ja, bis dann mal wieder irgendwas Neues kommt, ja, wie zum Beispiel KI oder Quantum Computing oder was weiß ich, oder irgendwas Neues, ja, dann gibt es wieder ganz neue Sachen und dann geht es wieder von vorne los. Also, mal ganz ehrlich, ja, wer nutzt denn heute noch was anderes als Office 365, ja, von Microsoft? Ja, maximal vielleicht noch Google, aber ja, wir wissen alle, dass das Excel-Sheet von Google nicht ganz so gut ist wie das von Microsoft. Ja? Also, oder Open Office, wer nutzt es halt noch? Niemand. Ja? Okay. Und in diesem speziellen Fall, ja, war es eben ein Softwareentwickler und der hat gesagt, okay, ich will weg von dieser Zeit-für-Geld-Schiene, jetzt mache ich Folgendes. Ganz konkret, ich produziere jetzt meine Dienstleistung, meine Softwareentwicklung, die ich normalerweise immer abgerechnet habe für 100 Euro die Stunde, sagen wir mal so, ja, also ganz banal. Und ich mache jetzt hier einfach mal einen grünen Haken und sage, okay, ich verkaufe jetzt meine Softwaredienstleistung, die ich normalerweise per Zeit verkaufe, also Stundensatz, Tagessatz, ja, verkaufe ich jetzt nur noch als Paket. Und zwar ganz konkret, in dem Fall zu 5.000 Euro. Zusätzlich der Mehrwertsteuer. Ne? Okay, soweit so gut. Also das war sozusagen der Grundgedanke zu sagen, okay, ich möchte hier also einen Weg finden, nicht mehr Zeit für Geld zu tauschen. Jetzt sage ich einfach, okay, ich produktisiere, ich mache also aus meiner Dienstleistung, ich sitze da und code, baue Softwaresysteme, Pakete zu 5.000 Euro und die können dann gebucht werden von einem potenziellen Neukunden oder auch von Bestandskunden künftig. Na, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn du jemanden daran gewöhnt hast, dass du ihn quasi für Zeit für Geld abrechnest. Also es ist doch eher dann so und es war dann auch so, dass ich ihn sozusagen, dass wir Neukunden generiert haben und es dann, dann von vornherein war dann der Plan oder auch schon bevor unserer Zusammenarbeit, diese 5.000 Euro quasi paketweise immer anzubieten. Ja? Und jetzt magst du sagen, ja, 5.000 Euro in der Softwareentwicklung, das ist jetzt kein so großer Customer Lifetime Value, also Kundenwert. Ja, also letztendlich ein Kunde, wenn der nur 5.000 Euro wert ist, dann braucht man sehr, sehr viele von diesen Kunden, um einigermaßen Geld zu verdienen. Ja, aber der Gedanke hier war, und das war schon quasi vor unserer Zusammenarbeit, also das war quasi schon resultierend aus dieser Mastermind von, oder aus diesem Trainingprogramm von Finally Freelancing, dass der gesagt hat, okay, ich kann natürlich multiple dieser Pakete an einen und denselben Kunden verkaufen. Also ich kann zum Beispiel hier jetzt einen Kunden, ja, also wir haben hier zum Beispiel einen Kunden, also wir machen jetzt hier einen Haken dran, wir haben einen Neukunden gewonnen. Also das Prinzip, okay, wir haben jetzt eine Firma gefunden, die haben ein Problem und wir sind die Lösung, ja, weil wir jetzt halt hier Softwareentwickler sind, also das haben wir schon mal gelöst, das Problem. Also wir haben jetzt schon einen Neukunden, jetzt geht es nur noch darum, ja, unsere Dienstleistung eben so anzubieten, dass wir wegkommen von Zeit für Geld. Und jetzt sagen wir hier, okay, der hier hat, sagen wir mal, jetzt geht es nämlich schon los, ja, du merkst schon langsam, okay, der hat jetzt hier XY-Problem, ja, das Projekt, wir schauen uns jetzt die Anforderungen an, was der für ein Problem hat. Und jetzt sagen wir, okay, das Ganze wird wahrscheinlich dauern ungefähr 12 Wochen. Also das wird jetzt ein Projekt, da werde ich ungefähr 12 Wochen arbeiten, jetzt nicht jeden Tag 8 Stunden, weil ich habe mehrere Projekte und so weiter, mehrere Kunden und so weiter. Das ist ja auch so ein Ding, dass viele sich dann immer wieder blockieren für ein neues Projekt, für einen neuen Kunden, komplett blockieren von 8 bis 8. Also, und das ist dann, führt dann auch immer wieder zu diesen Rollercoastern, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und dann, okay, dann sagen wir, okay, ja, was will ich jetzt verdienen? In 3 Monaten will ich jetzt ungefähr verdienen, sagen wir mal, will ich 60.000 verdienen, 20 pro Monat, ja, das sagt, okay, jetzt mache ich meine, als Softwareentwickler mache ich jetzt meine interne Rechnung und sage, okay, das sind 3 Monate, ich will hier 60.000 verdienen, ja, weil, ja, 20.000, das ist ungefähr so mein Ding, das, was ich verdienen will. Und wenn ich das jetzt aber halt pro Stunde irgendwie abrechnen würde, dann wären das irgendwie 150 Euro, die würde ich nicht bekommen, weil aus anderen Gründen, die ich mir später noch beleuchten werde, sag mal, für meine Dienstleistung ist der durchschnittliche Stundensatz nochmal bei 100 Euro. Ja.
Und wenn ich es aber jetzt in Paketen verkaufe, und das ist der ganze Gedankengang, ja, dann ist es nicht so offensichtlich, dass ich im Endeffekt einen Stundensatz habe von 150 oder vielleicht sogar 200 Euro. Ne? Und jetzt muss ich aber, um das Ganze hier wirklich in die Tat und in die Realität umzusetzen, muss ich ja sagen, okay, 60 geteilt durch 5 sind, müssen wir jetzt selber mal rechnen, 60 geteilt durch 5 sind 12, oder? Ja? Das heißt letztendlich, ich muss hier 12 Pakete pro Woche ein Paket verkaufen. Okay? Das entspricht also 12 Paketen. Okay? Das heißt, ich muss hier ein Paket je Woche verkaufen. Okay? Also ich nehme schon mal vorweg, das Ganze war nicht so einfach zu verkaufen, als ich es hier aufmale. Das ist jetzt erstmal die Theorie. Ja? Also das Ganze ist dann letztendlich auch, wir sind dann wieder zurückgekehrt zu mehr Tagessätze und Stundensätze. Und warum, weshalb, das mache ich dann noch am Ende des Videos. Aber hier einfach mal, bleibt einfach mal bei mir mit diesem ganzen Gedankengängen, sodass wir letztendlich aus diesem Training heraus, wo wir, oder mein Kunde damals, also bevor wir uns schon kennenlernten, waren wir irgendwie, wir haben uns ja in dieser Mastermind da kennengelernt und so weiter. Und das war sozusagen der ganze Gedankengang. Also das ist jetzt die Theorie und in der Praxis hat es auch ab und zu mal funktioniert, aber eben nicht so einfach, wie man sich es gerne vorgestellt hätte. Ne? Also da trennt sich halt häufig auch so dieses ganze theoretische Training zu letztendlich die Praxis, der echte Marktfeedback ist dann letztendlich manchmal ein bisschen anders. Und jetzt haben wir hier, okay, jetzt, aber das ist jetzt schon mal relativ plausibel, oder? Also ich kann es mir gerne in die Kommentare schreiben hier auf YouTube, wenn das jetzt irgendwie unklar ist. Ja, sollte jetzt wirklich einigermaßen klar sein. Wir haben jetzt einfach gesagt, okay, wir haben jetzt hier ein Projekt, das schätzen wir jetzt auf 3 Monate und dann sagen wir, okay, anstatt dass wir sagen, wir haben hier einen 100-Euro-Stundensatz und dann müssen wir das ja genau ausrechnen und genau abrechnen und so weiter und so weiter. Das wollen wir. Wir wollen weg von Zeit für Geld. Deswegen sagen wir, okay, wir wollen insgesamt 60.000 in 3 Monaten für dieses Projekt haben. Ja, also aufs Jahr gerechnet, wenn wir jetzt durcharbeiten würden, dann wären wir ungefähr bei 250.000 als Solopreneur. Ja, das ist ungefähr so das Pi mal Daumen, das, was du, wenn du gut dabei bist, also das ist ein guter Durchschnittswert, das ist jetzt kein schlechter Verdienst als Softwareentwickler. Ja? Und sondern nur nicht das Optimum, ist auch klar. Ja, also kommen wir auch noch dazu. Aber letztendlich jetzt mal für das hier, nochmal 12 Wochen, 3 Monate, 60.000 wollen wir haben. Wir machen das Ganze mit der Strategie oder mit der Methode oder mit dem Geschäftsmodell. Ja, Produkt, diese Dienstleistung, Pakete je 5.000, müssen wir jetzt ein Paket je Woche zu 5.000 müssen wir also verkaufen. Ja, dann sind das eben die 60, ja, für die 3 Monate. Okay? Und jetzt ist es natürlich so, dass wenn wir jetzt für uns intern die Kalkulation gemacht haben, geht es natürlich hinzu, das Ganze beim Kunden auch abgesegnet zu bekommen. Ja? Und da liegt jetzt die Krux. Das heißt, anstelle von Tagessätzen, Stundensätzen, muss ich jetzt das Ganze hier, das ganze Prinzip den Kunden erstmal verkaufen können. Und welches Problem oder welche Herausforderung, wir nennen ja, sagen wir, Probleme hört sich so negativ an, nennen wir das mal Herausforderung. Welche Herausforderungen haben wir hier? Also deiner Meinung nach, ich pausiere jetzt mal kurz das Video für eine Sekunde. Okay, welche Probleme haben wir hier? Das Problem ist hier, und da mache ich jetzt mal ein rotes Kreuz. Das, was wir nämlich hier nicht haben oder nicht bedacht haben, sind Standards. Okay, das heißt Standards. Was sind die Standards? Es sind zum Beispiel ein Softwareentwickler auf freelance.de, wo am Tag so und so viele Millionen Euro umgesetzt werden. Das heißt, hier finden sich quasi Angebot und Nachfrage und dann wird beauftragt und zum bestimmten Stundensatz für ein bestimmtes Skillset, für einen bestimmten Timeframe und. Ja, angenommen, da ist ein Standard vorhanden und der ist aktuell ungefähr bei 85 Euro Stundensatz.
bis 100 und dann ab 100 wird es meistens schon immer schwierig. Ja. Leider sind diese Standards, haben sich nicht unbedingt der Inflationsrate der letzten paar Jahre auch ungefähr nicht wirklich angepasst. Ja. Also bei 115 Euro oder so wird es dann schon schwieriger. Ja, das heißt, so, da gibt es eben diese Standards und die Standards sind nun mal bei 100.000 Firmen, die Softwareentwicklung einkaufen von externen über Freelancer oder Dienstleister, machen die das eben per Tagessatz oder per Stundensatz, wenn es Freelancer sind, wenn es Dienstleister sind, eher Tagessatz. Also, wir haben einen Stundensatz. Bei 1 Million Freelancer oder 1,6 Millionen Freelancer, die es gibt, ja, wird per Stundensatz abgerechnet. Und bei 100.000 Dienstleistern, die es gibt in Deutschland allein, wird per Tagessatz abgerechnet. Und jetzt kommst du daher, ja, weil du in so einem Programm drin warst, in so einem Coaching-Programm, wo man eben beigebracht bekommt, idealerweise, wie man Zeit für Geld wegkommt, wie damals in dem Final Freelancing, dass die und tüftelst da ein bisschen und entscheidest jetzt für dich selber, ich mache das einfach jetzt in Paketpreisen zu 5K. Und jetzt kommst du zu einem IT-Leiter, zu irgendeinem Entscheider, ich nenne es mal jetzt CEO, CIO, CFO, egal wer, ja, aber ein Entscheider, der wahrscheinlich schon, ich würde mal sagen, 400-500 Mal in seinem Leben eine Dienstleistung eingekauft hat, eine Software-Dienstleistung oder sonst irgendwas, ja. Und du bist jetzt der Erste, der mit sowas kommt, ja. Der hat noch nie so 5K-Paketdinger eingekauft für so ein Projekt. Und das ist eben der ganz große Unterschied, den da auch die ganzen Softwareentwickler, die ich auch aus diesen ganzen Programmen und anderen Coachings gesprochen habe in den letzten Monaten und Jahren, was da überhaupt komplett nicht diskutiert wird. Das heißt, hier werden Strategien oder Methoden entwickelt, Zeit für Geld wegzukommen von, ja. Und dann werden irgendwelche neuartigen Formen des Angebots entstehen dann daraus. Und die letztendlich ein Ziel haben, dass man letztendlich mehr Stundensatz hat, ja? Also letztendlich für die Expertise bezahlt und nicht für die Zeit. Da komme ich dann gleich noch dazu, dass es eben anders auch geht. Es geht auch über Stunden- und Tagessätze. Nur in der Kommunikation, jetzt muss ich hier statt von Stunden- und Tagessätzen, muss ich jetzt hier plötzlich diese Paketpreise kommunizieren, die ja was völlig Neues sind. Also verstehst du, was ich damit mal sagen will? Also, und das in sich ist nochmal eine zusätzliche Hürde im Vertrieb, im Verkaufen. Ja? Weil ich muss ja jetzt etwas verkaufen, was der so noch nie in dem Sinne eingekauft hat, was den Preis betrifft oder des Formates der Abrechnung sozusagen. Der muss jetzt erstmal verstehen, dass wenn ich dem jetzt in dem Fall 12 Pakete zu 5K für 3 Monate verkaufe, um diese 60K umzusetzen, ne, dass er dadurch keinen Nachteil hat, sondern einen Vorteil. Das muss ich dem jetzt erstmal klar machen. Das muss ich dem jetzt erstmal verkaufen. Ja? Und anstelle von Tagessätzen und Stundensätzen würde ich jetzt nur Tages- und Stundensätze anbieten. Ja? Sei jetzt mal dahingestellt, wie hoch. Dann muss ich da gar nichts irgendwie zusätzlich, habe ich nichts an Verkaufsaufwendung, nichts an Aufwand, was Verkauf betrifft. Also ich baue mir keine zusätzlichen Hürden auf. Im Vertrieb, weil das eben der Standard ist. Ja? Und das ist eben ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und auch bei diesen ganzen Trainings und so weiter, muss ja auch dazu sagen, so ein Training kostet ja auch ja, 5.000 bis 20.000 Euro oder teilweise ist auch über 30.000 Euro, je nachdem, diese Trainings. Ja, man bekommt ja da keine Leads geschenkt, sondern einfach nur Training, einfach nur Weiterbildung im eigentlichen Sinne, im besten Falle. Und da kommt dann sowas bei raus, was dann teilweise sich zwar in der Theorie alles super klingt, ja, weil es einfach auch schön ist, was Neues zu machen und man hat dann irgendwie das Gefühl, okay, hier, ich kann jetzt hier Pakete für 5K verkaufen, wo ich dann unterm Strich idealerweise vielleicht 200, 300, 400, 500 Euro über die Stunde verdiene. Ja, das gibt letztendlich da auch Programme, die haben da sozusagen ein Werteversprechen innerhalb dieser Coaching-Programme, dass sie sagen, naja, ich führe meine Coaches, meine Freelancer dahin, dass sie am Ende 500 Euro pro Stunde verdienen. Ja.
Und dass das natürlich an wahnsinnig gutes Marketing ist und dann, dann natürlich viele Leute reinkommen in dieses Coaching und dann auch gewillt sind, logischerweise 5.000, 10.000 Euro oder 20 zu investieren in so ein Coaching, weil sie sich sagen, naja, wenn ich durch dieses Coaching ja einen Stundenlohn dann irgendwann mal habe von 500 Euro, dann muss ich ja maximal nur eine Woche arbeiten, dann habe ich dieses 10.000 Euro Coaching wieder drin. Ja? Ja, also, aber in der Praxis ist es halt ein bisschen was anderes, weil du musst das Ding ja auch mal verkauft bekommen. Und das ist auch der Unterschied zu unserer Dienstleistung. Ja? In diesen Coaching-Programmen, da setzt sich keiner hin und verkauft das Ding für dich. Und das ist eben der ganz große Unterschied. Ja? Bei mir, bei Klein Marketing, wir machen ja auch Consulting und Coaching, versuchen unsere Kunden weiterzubringen, auch in der Persönlichkeit, aber auch in ihren Skillsets und auch in ihren Fähigkeiten im Vertrieb und Marketing oder generell auch in der Denkweise. Aber wir gehen auch hin oder ja, wir gehen hin und verkaufen das Ding ja für unseren Kunden auch noch. Ja? Also wir, je nachdem, wie weit unser Kunde möchte, dass wir gehen für ihn, ja, machen wir manchmal eben nur Leads, manchmal aber auch quasi richtig, bauen richtig Opportunities auf und verkaufen die dann auch. Ne? Die Unterschrift muss dann letztendlich noch unser Kunde dann setzen, das ist ja klar, ne? Weil das ist ja sein Business. Aber wir verkaufen, ja, bis hin zum Verkauf begleiten wir unsere Kunden teilweise, je nachdem, was bei uns eben konkret gebucht ist. Ja? Und tragen dafür Sorge, dass das Ding auch verkauft gewährt. Das heißt, wir entwickeln in unserem Coaching, in unserem Consulting bei Klein Marketing nichts, wo wir nicht auch wirklich dann hinterher dafür gerade stehen müssen, weil wir ja auch quasi im Verkaufsprozess bis zum Ende auch begleiten. Ja? Und das ist eben der ganz große Unterschied zwischen und Alleinstellungsmerkmal auch von Klein Marketing. Und das ist eben auch viel, viel schwieriger skalierbar. Und deswegen bin ich auch eine verhältnismäßig kleine Firma. Aber dafür eben qualitativ sehr hochwertig. Ja? Verstehst du, was ich damit sagen will? Es bringt also nichts. Ich würde auch kein Marketing, kein Vertriebs-, Coaching-, Consulting- oder auch quasi Agentur da immer nur daran messen, wie groß diese Firma ist. Ja? Denn Größe hat immer zur Voraussetzung Standardisierungen, ja? Und auch ein Stück weit Fließband. Und dann ist halt die Frage, okay, willst du quasi, und Konservierung einer Dienstleistung, und dann ist halt die Frage, willst du eine Konserve sein oder willst du quasi ein individuell betreuter Kunde sein? Ja, und wenn du darauf Bock hast, kannst du dich gerne bei uns melden. Mein Name ist Thomas Klein und dann sehen wir uns auch gerne mal in einem Termin. Ich möchte hier das Video soweit enden. Wir sind schon bei 20 Minuten oder kurz drüber. Und im nächsten Video schauen wir uns nochmal ganz genau an, ja, in welchen Fällen wir versucht haben, das Ding zu verkaufen, erfolgreich, nicht erfolgreich, und wie es vielleicht noch besser geht und warum ein Stundensatz und ein Tagessatz letztendlich nicht unbedingt bedeuten muss, dass du von dem tatsächlichen Verdienst, ja, limitiert bist. Denn es ist eine Sache, was du quasi aufschreibst, was du pro Stunde verlangst, und es ist eine andere Sache, was du tatsächlich letztendlich dann, ja, wie viele Stunden du tatsächlich dann dafür verwendet hast. Ja? Insbesondere bei ergebnisorientierten Projekten. Und da kommen wir dann noch im nächsten Video drauf. Ich hoffe, ich sehe dich da wieder. Auf jeden Fall schon mal meinen Kanal abonnieren und einen Daumen hoch, wenn das Video weitergeholfen oder gefallen hat. Und auch gerne einen Kommentar da lassen. Ein bisschen Feedback ist immer cool. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao.